KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung vom KinoCast. Hallo Kate. Hallo Erik. Hallo Chris. Einen ganz wunderschönen guten Tag an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Hallo liebe Kate, hallo Erik, wie geht's? Na, gut geht's. Seit wann seid ihr wach? Wegen Formel 1 und so? Ich bin seit 5.30 Uhr wach. Ja, so muss das sein, genau. War ja auch interessant. Sieht so geil aus auf Sky in UHD, ey. Boah, Wahnsinn. sehr schön. Ja, aber wir reden über Filme hier im KinoCast. Und da haben wir einiges mitgebracht. Also quasi drei Kinofilme. Und eine Serie ist dabei und ich habe noch, mal schauen, ob wir dazu noch kommen. Genau, ich tease mal noch nichts an. Und die Sneak Preview der vergangenen Woche war der Film Eingeschlossene Gesellschaft. Der lief in den Innenstadtkinos in Stuttgart. Dann Fantastische Tierwesen, Teil 3, Dumbledores Geheimnisse. Ich glaube, der kriegt den Preis für den Film mit dem längsten Titel dieses Jahr. Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, Teil 3, Dumbledores Geheimnisse. Also ich glaube, noch länger geht's nicht. Ich glaube, so heißt es auch wieder nur in Deutschland. Ja. Okay, dazu später mehr. Und The Batman habe ich mir doch mal angeschaut, nachdem meine Timeline doch verrückt gespielt hat und den so abgefeiert hat, dachte ich mir, okay, in einer der letzten Vorstellungen muss ich den nochmal im Kino sehen und darüber spreche ich dann auch. Hat sich's gelohnt oder nicht? Wir werden sehen. Ich beginne mal mit Eingeschlossene Gesellschaft. Weil da war ich allein in der Sneak Preview diesmal. Und was eigentlich sehr. Ich muss ganz kurz sagen, das ärgert mich massiv. Ja, weil, ich wollte gerade sagen, was sehr schade war, weil ich glaube, der Chris, er hätte den Film geliebt. Ja, ja, die Kinoleitung hat mich drauf angesprochen, hat gemeint, hey, wir probieren mal alles, dass wir den kriegen für euch in die Sneak und dann an dem Tag, wo ich nicht da bin. Das hat mich echt angekotzt, also muss ich ehrlich sagen. Ja, aber so ist es halt mit Lehrern, die haben manchmal sehr, sehr viel zu tun und können dann abends nicht unbedingt in die Sneak Preview gehen und können keinen Film über Lehrer sehen, denn darum ging es in Eingeschlossene Gesellschaft. Eingeschlossene Gesellschaft ist quasi ist das eine inoffizielle Fortsetzung von Frau Müller muss weg oder so. Irgendwie hat es damit ja was zu tun. Es ist ja von der Art her sehr ähnlich. Ich bin jetzt bei den Büchern nicht sattelfest, weil ich glaube, Frau Müller basiert auf einem Buch und einem Theaterstück. Ich weiß nicht, ob Eingeschlossene Gesellschaft auch ein Buch ist oder ob man jetzt den Film quasi so fortgesetzt hat in demselben Stil. Da weiß nicht, vielleicht wisst ihr da mehr. Und Sönke Wortmann hat das verfilmt. In den Hauptrollen Anke Engelke, Nilam Farouk, Florian David Fitz, Torben Kessler, Thomas Leubel, Thorsten Merten und Justus von Donani. Und es beginnt mit einer Situation in einem Lehrerzimmer, in Lehrerzimmer verlaufe ich mich oder habe ich mich damals nie so recht verlaufen. Das war eher so das, die Höhle der Löwen, des Löwen, wo man sich ferngehalten hat davon und dann nicht irgendwie, man hat einen großen Bogen drum gemacht als Schüler. Soll ich dir kurz einen kleinen Schwank aus meiner Schulzeit dazu erzählen? Ja, schieß los. Zu meiner Schulzeit hatte ich ja unter anderem die Leitung der Schülerzeitung unter mir und war auch stellvertretender Schülersprecher. Und dadurch, dass ich das mit der Schülerzeitung hatte, durfte ich als einer der Auserwählten im Lehrerzimmer den Kopierer benutzen, der im hinteren Raum stand. Oh, welch Ehre. Das war damals eine Sache, ne? Mit Kopiergeld und so. Ja, richtig. Das heißt, der kleine Chris ist morgens rein, hat einen seiner Mitschüler erstmal bedroht, um die Mathe hausig zu kriegen und ist dann ins Lehrerzimmer, hat geklopft und hat gemeint, ich müsste ganz kurz was für die Schülerzeitung kopieren. Und ich so, ja klar, komm rein. Und dann stand ich hinten, habe erstmal Mathe hausig kopiert. Ja? Und zwar nicht nur einmal. Sagt der heutige Mathelehrer. Ist das jetzt verjährt oder so? Ist mir wurscht. Oder bist du da noch regressfähig hier? Naja. Ja, das war, man merkt schon, da ist eine gewisse Zeit dazwischen. Wir hatten damals noch irgendwelche lausigen Handscanner, falls das noch jemand kennt. Es gab so Scanner, die sahen so aus wie, ich weiß nicht, wie eine große Maus. Und damit konnte man Seiten abscannen und musste halt genau den Streifen erwischen und so. Ja, naja. Also, Eingeschlossene Gesellschaft, eine
Eine Lehrerzimmersituation stellt sich uns dar und darin spielt auch mehr oder weniger, ja, ich würde sagen, 85-90% des ganzen Films. Und ja, in diesem Lehrerzimmer, was sehr, 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 sehr weiträumig, weitläufig ist mit verschiedenen Ecken, da gibt es sogar eine Küchenzeile und dann ist da noch eine andere Ecke und da ist der Chemielehrer, der da was machen kann. Und also es ist ein riesiges Ding, auch mit Tischen, ist natürlich wie so ein Theatersetting, kann man sich's vorstellen, weil die sollen noch nicht alle die ganze Zeit aufeinander rumhängen, sondern da gibt es dann halt auch mal Szenen, wo irgendwie so Zwiegespräche stattfinden zwischen zwei Lehrern und die müssen sich auch mal irgendwo absetzen können, dass die anderen das nicht hören. Und die Sache ist die, am Anfang merken wir schon so ein bisschen so, oder uns werden so manche Lehrer so von der Art her vorgestellt und das entspricht so ein paar Stereotypen, die man vielleicht selber so kennt, was weiß ich, da ist so die verbitterte alte Lehrerin, die ist irgendwie, ja, dann ist da irgendwie der eine, der nur noch ein paar Jahre bis zur Rente hat und es irgendwie noch schaffen will und nicht mehr an sich ranlassen will und so weiter. Und in diesem ganzen Setting, was sich erstmal so darstellt, klopft es plötzlich an der Tür und es ist irgendwie Freitagnachmittag. Was soll denn das jetzt? Wer kommt denn da und so? Und irgendwann beschließt da mal jemand, die Tür aufzumachen. Davor steht ein Vater, gespielt von Thorsten Merten. Also den werdet ihr mit Sicherheit kennen. Der hat in so vielen deutschen Filmen mitgespielt. Das ist so ein ganz markanter Typ und typische Haupt- und Nebenrolle in diversen deutschen Filmen. Der steht davor und sagt, ja, sein Sohn, der hat wohl in dem einen Fach von dem einen Lehrer, der da drin sitzt, in dem Latein, da fehlt ihm wohl ein Punkt, damit er das Abitur haben könnte. Ne? Also es ist irgendwie kurz vor den Abiturzeugnissen und so. Und er wollte da mal fragen oder mit dem Lehrer mal sprechen, wie das sein kann und so, weil nach seiner Rechnung müsste es eigentlich passen und so. Naja, das ist so der Anfang. Und als sich dann so ein bisschen die Sachen, also die wollen den nicht reinlassen in das Lehrerzimmer und sagen, hey, dann kommen wir Montag wieder und wir haben nächste Woche Lehrerkonferenz und da sprechen wir ja drüber und so. Aber er lässt sich nicht abwimmeln und als die immer weiter versuchen, ihn abzuwimmeln, zieht er eine Waffe und geht dann halt rein und nimmt die quasi alle als Geisel und sagt, so, jetzt, ihr setzt euch jetzt hier alle mal zusammen und redet über meinen Sohn, ihr macht die Lehrerkonferenz quasi jetzt hier live und ich gehe hier in das Nebenzimmer, wo eigentlich der Direktor drin sitzt und komme in einer Stunde wieder und dann habt ihr ein Ergebnis und das ist hoffentlich positiv, ansonsten ja, und dann nimmt das dann so eine Eigendynamik auf, diese Situation mit den ganzen Lehrern, weil zum einen ist natürlich erstmal der Lehrer gefordert, der dem den einen Punkt zu wenig gegeben hat, der Lateinlehrer, der muss sich dann begründen und das ist gerade dieser Lehrer, der wirklich ganz prinzipientreu ist und da irgendwie sein eigenes System hat, um Schüler zu bewerten und sonst was und dem versuchen sie das halt irgendwie zu entlocken, wie er auf die Punkte gekommen ist und ob da nicht noch irgendwo ein Punkt zu finden ist, weil die wollen so schnell wie möglich diese Situation klären, damit er da nicht noch irgendwelchen Quatsch macht mit seiner Waffe und ja, aber der lässt sich nicht erweichen, sondern nee, auf gar keinen Fall. Das ist hier, also ich stehe dazu und das ist so. Und ja, dann entstehen halt so Gespräche über die moralische Integrität der einzelnen Lehrer, ne? wie moralisch die Lehrer sowieso sind und ob das nicht quasi ein Klacks wäre, dem Schüler jetzt sein Leben nicht zu verbauen, anstatt und ihm da jetzt hier den Prinzipien treu zu bleiben und so weiter. Und ich will mal gar nicht zu viel verraten, also das ist natürlich dann ähnlich wie bei Frau Müller muss weg, da kommen dann von jedem Einzelnen noch diverse Sachen zum Vorschein, die, deswegen hatte ich am Anfang erwähnt, sind so diese Stereotypen, wo man denkt, ah okay, das ist der coole Sportlehrer, der ist lustig und so und der ist sympathisch und so und ja und dann ist da der Chemielehrer und so, man glaubt die alle vom ersten Blick her irgendwie zu kennen, diesen Typus und wirklich, man wird dann doch von manchen, na, nicht vom Gegenteil, aber die stellen sich dann doch ganz anders dar, als man es eigentlich gedacht hatte, was einen dann so ein bisschen in seiner Eigenwahrnehmung ein bisschen erschüttert, weil normalerweise jeder glaubt ja von sich irgendwie ein ganz gutes Menschenkenntnis zu haben und hier wird so ganz geschickt damit gespielt und ja, also insgesamt, also wir, meine Frau war ja mit, wir fanden den ganz gut, den Film und hat sehr viel Spaß gemacht, in der Sneak war auch, ging es richtig hoch her, da war sehr viel Gelächter, Szenenapplaus und sowas. Ne? Also ich glaube, das wird auch, Frau Müller muss weg, war ja irgendwie wochenlang in den Kinocharts drin
Und ich glaube, das wird hier mit dem Film auch passieren. Ich würde es ihm wünschen, weil das ist eine gute deutsche Produktion. Ich denke mal, die war bestimmt nicht so wahnsinnig teuer und das ist mal wieder was, wo ein bisschen Geld reinkommt in die Kasse und so. Und hat echt viel Spaß gemacht. Ich kann jetzt noch nicht so ganz abwägen, welcher mir besser gefallen hat, Frau Müller muss weg oder der hier, weil ich habe irgendwie nicht mehr so richtig Frau Müller muss weg so präsent. Ich wusste nur, den hat mir auch sehr gut gefallen und war sehr gut gespielt und hier auf jeden Fall auch. Also die Darsteller sind der Wahnsinn. Und ja, Chris, würde ich dir den echt mal nahelegen, den Film. Obwohl, wenn es so ein bisschen ja so die dunklen Geheimnisse von manchen Lehrern enthüllt werden, ich weiß nicht, das war so ein bisschen so wie, oh, oje, oje. Ich weiß nicht, was du dann. Das ging dann doch teilweise sehr, sehr tief und ich glaube nicht, dass es, also in Wirklichkeit glaube ich nicht, dass das so, dass da solche Lehrer dort beschäftigt werden würden, die so einen Hintergrund haben, sage ich jetzt mal ohne zu spoilern, ne? Deswegen, aber ja, das Setting ist schon cool. Ich glaube, der Film würde dir echt gefallen. Ich denke eigentlich auch. Also ist ja da mal wieder, was ich da an dem Film so unfassbar interessant finde, ist dieses, ja, es fehlt ein Punkt. Okay, ja, ein Punkt kann entscheidend sein. Manchmal reicht es nicht. Aber dann ist auch zum Beispiel eine Frage, die bei uns in den Konferenzen sehr gerne gestellt wird, wenn es wirklich bei jemandem auf der Kippe steht, weil die Lehrer sind per Gesetz nicht daran gebunden, hier dieses, oh, aber er hat die und die Punktzahl, also kommt er bei 3,6, muss er automatisch die 4 kriegen, wenn er auf diesem Schnitt im Endeffekt steht, sondern man hat tatsächlich auch die Möglichkeit, das zu ändern. Und da ist nämlich dann die Frage, okay, jetzt erklärst du mir mal bitte den Unterschied zwischen 3,4 und 3,5. Und ja, dann fängt es Stocken schon an und dann, ja, oder zwischen 3,4 und 3,6, da hört es nämlich auch schon auf. Und es sollte eigentlich schon immer im Sinne des Schülers entschieden werden. Das ist eigentlich auch die Aufgabe der Lehrer. Und deswegen finde ich das so super interessant, weil da auch mir wohl wieder, also von dem, was ich vom Trailer gesehen habe, einfach ein Bild gezeichnet wird von alteingesessenen Lehrern, von sehr prinzipientreuen Lehrern und was weiß ich was, die so richtig mit, Verzeihung den Ausdruck, mit Stock im Arsch umrennen. Und aber dann auch auf der anderen Seite wieder von mehr Junglehrern oder von Dingsen, wo es heißt so, hey, ja, vielleicht mal einen Blick über den Tellerrand auch noch wagen. Deswegen finde ich das so wahnsinnig interessant, wie das aufgebaut ist, weil so wirkt halt der Trailer auf mich. Du sagst jetzt, ja, die Nebengeschichten sind eher kompliziert. Ich sag, ja, sind sie definitiv. Trotzdem wird es mich hoch interessieren. Also wirklich, wirklich sehr, sehr interessieren. Ich werde aber wahrscheinlich auch reingehen. Man muss ja sehen, also das ist ja ein Film oder Theaterstück oder Buch, was ich jetzt nicht genau weiß, aber ich denke mal schon, weil das auch sehr theatralisch so inszeniert war von der ganzen Filminszenierung her. Man muss ja da ein bisschen Pfeffer reinbringen. Du kannst ja nicht, was weiß ich, irgendwelche Larifari, da muss ja wirklich Pfeffer drin sein und deswegen, da wird halt ein bisschen übertrieben worden sein mit den Background-Stories von den einzelnen Personen und so. Ja. Ach so, das Grundsetting noch, falls jetzt jemand sagt, ja, wieso rufen die keine Hilfe und so. Es gibt an der Schule ein striktes Handyverbot, was auch die Lehre betrifft. Und deswegen haben die Lehrer halt keine Handys. Und es wird dann auch so ein bisschen im Laufe des Films erklärt, warum das so ist. Denn es hatte eigentlich weniger was mit den Schülern zu tun, sondern eher was mit den Lehrern. Und Chris gefällt das. Sag ich mal, ne? Und deswegen, ja, genau, deswegen können die keine Hilfe, beziehungsweise, ja, es wird ja dann doch mal Hilfe gerufen und das ist dann, sind dann die 15%, wo ich gesagt habe, das spielt dann außerhalb, wo dann auch so eine Polizei dann ermittelt und so. Und ja, ich will mal nicht viel verraten, wann läuft der Film eigentlich an? 14.04. glaube ich, wenn ich es recht erinnere. Also diese Woche müssten wir nachher bei den Neustarts mit drin haben. Und ja, kann man absolut gucken, empfehle ich mal total 8 Punkte von mir für diesen Film. Und ja, er pendelt auch zwischen 7 und 10. Wollte gerade sagen, ihr habt doch bestimmt die Gruppe schon offen, oder? Ja. Zwischen 7 und 10, ja. Immer. Meiner Frau hat es auch sehr gut gefallen, die mag eigentlich keine deutschen Filme, aber ich fand es auch top, ne? Und okay, und wie lautet denn der Tipp für nächste Woche? Klein, aber oho. Ah, ist da schon was eingegangen?
außer mein Quatschtipp. Ja, du hast die Biene Maya getippt. Ja. Also wenn ein Tipp zu irgendwas passen würde, zu einem Film, der anläuft, dann ist ja wohl das, oder? Klein, aber oh. Vollkommen recht. Und solange, nein, sonst wurde leider noch nichts getippt. Und solange wie kein anderer was sagt hier, dann stimmt das. Ja, nee, ich bin beim Hochlaufen im Innenstadtkinos, bin ich an diesem Biene-Maja-Poster vorbeigelaufen und dann hatten wir kurz drüber geredet und als dann der Tipp kam, dachte ich, okay, das wird er sein. Keine Ahnung, wann der anläuft. Ja, und ein Hinweis noch für alle, die in die Sneak Preview gehen in Stuttgart, in den Innenstadtkinos. Da wird es jetzt morgen was Besonderes geben und zwar gibt es einen kleinen Vorfilm zusammen mit, ich sehe gerade, den Beitrag hat es hier gar nicht mit reinkopiert, oder? Das ist aber schlecht. Wo ich hier geschrieben habe. Deswegen habe ich mich nicht mehr drum gekümmert. Ich teile das auch hier rein. Oh, warte mal, jetzt muss ich mal bei den Innenstadtkinos das aufrufen. Und zwar wird es einen kleinen Vorfilm geben in Zusammenarbeit mit dem einen Musikproduzenten aus Stuttgart. Oh, scroll. Hier ist es. Warum hat das nicht da reinkopiert? Verdammt. Pop-Overtüre nennt sich das. Und ich lese mal vor. Es gibt was Neues zu erleben in der kommenden Sneak Preview. Montag, 11. April, das ist quasi morgen, um 20.30 Uhr. Die Pop-Overtüre. Eine Overtüre ist eigentlich ein instrumentales Musikstück zur Einleitung von größeren Musikwerken. Im Kinokontext war die Overtüre früher ein stimmungsgebendes Eröffnungsstück für den nachfolgenden Film. Ganz ähnlich wird es im April bei einer Sneak Preview in den Innenstadtkinos. Bevor der Überraschungsfilm startet, zeigen wir ein neues Musikvideo, also noch eine Preview, in Zusammenarbeit mit Dukti Bui von der Playtime-Reihe. Kommt vorbei und lasst euch überraschen. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, das, was ich da reingepostet habe, auch, da gab es dieses Musikvideo hinter, wo hatte ich es geschrieben, hinter verschlossenen Türen oder so, was da in Stuttgart gedreht wurde, wo dann so Special Effects drin waren, wo dann wie so ein Transformer-Roboter durch Stuttgart läuft und so. Beim ITFS war das. Und das ist der Mann, der das gemacht hatte. Und wenn der jetzt ein neues Video hat, mal schauen. Wird spannend. Jetzt gucke ich mal, ob ich den Beitrag... Ich hab's schon gemacht. Mach du mal Sendung weiter. Cool, danke. Warum es das nicht genommen hat, weiß ich auch nicht. Dann mache ich mal die Sendung weiter, dann leite ich mal ein. Ihr wart ja nochmal... Entschuldigung, ganz kurz, ja? Aber hast du gesehen, dass die Innenstadtkinos dir geantwortet haben? Ja, das habe ich gesehen. Zum Thema Trailer? Das habe ich gesehen. Ja, dann red doch mal mit Mr. Sneak. Ja, habe ich doch schon. Ist doch vergebene Mühe hier. Das mache ich seit Jahren. Sag ich zu dir, ich will Trailer sehen. Ich habe sogar schon manchmal ein bisschen geweint, wenn keiner kam. Oh, ich reiche dir ein Taschentuch. Genau, jetzt muss ich mal... Kann irgendjemand ganz kurz den Erik mal drücken? Jetzt musste ich mal nach oben gehen, hier die Leiter und nach oben adressieren, das Thema. Nee. Also, machen wir weiter. Also ihr wart ja nochmal im Kino in Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, Teil 3, Dumbledores Geheimnisse. Worum geht's da? Ich glaube, er heißt nur Fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnisse. Aber was weiß ich schon. Okay. Korrekt, Chris, da hast du recht. Das und wo sie zu finden sind, war der Untertitel des ersten Teils. Ach so. Ja, in Geheimnisse, Dumbledores Geheimnisse geht es, es ist, wie du schon sagst, der dritte Teil der Fantastischen Tierwesen Filmreihe und nein, es ist kein Dreiteiler, es werden noch mehr kommen, also geplant sind, glaube ich, 7 insgesamt und wir sind hier, also ich muss noch mal kurz sagen, am Ende des zweiten Teils wird ja Credence gesagt, er sei ein Dumbledore. Und jetzt ist halt die Frage, wird das im neuen Teil aufgelöst? Und wenn ja, in welchem Verhältnis steht er zu den Dumbledore-Brüdern? Und ich kann euch im Vorfeld sagen, es wird aufgeklärt, aber ich sage natürlich nicht, ob es stimmt und in welchem Verhältnis die beiden zu Credence stehen. Wir haben Gellert Grindelwald auf dem Vormarsch zu seiner Macht. Er möchte über die Zaubererwelt herrschen und die Muggel auslöschen im besten Fall. Also quasi wie wie Voldemort in den neuen Teilen gab es auch vor ihm einen Bösen und das war in dem Fall der Grindelwald. Den Namen nicht nennen. Meine Güte. Der, dessen Name nicht genannt werden darf. Gellert Grindelwald wird ab diesem Teil verkörpert von Mads Mikkelsen und ersetzt somit Johnny Depp, der die Rolle verloren hat. Wie gesagt, er tut weiter Anhänger um sich scharen, um seine dunklen Pläne zu
generieren und aufzusteigen, wogegen natürlich unter anderem Albus Dumbledore, gespielt von Jude Law, und seine Kumpanen was dagegen haben. Und so versucht er, den nächsten Step, den Grindelwald plant, zu vereiteln und holt sich wieder Hilfe in Form von Newt Scamander, gespielt von Eddie Redmayne, und seinem Bruder, sowie der Muggel Jacob, gespielt von Dan Fogler. Und noch ein paar neue Gesichter sind auch dabei. Und ja, wie gesagt, sie versuchen halt, den nächsten Plan von Grindelwald zu vereiteln. Und wir haben ein, sagen wir mal, ein bisschen durcheinander geratenes Spektakel auf der Leinwand. Das ist ein bisschen durcheinander. Es passieren sehr, sehr viele Dinge gleichzeitig, die parallel in Switchen erzählt werden, um eben Grindelwald zu verwirren. Und ob das gut ausgeht, das sage ich nicht. Also aber wir sehen ein paar neue Tierwesen. Chris, waren es, glaube ich, zu wenig Tierwesen. Wir sehen altbekannte Tierwesen, so wie zum Beispiel den kleinen Teddy, der Niffler. Ein schönes Sidekick. Für mich ist es ein wunderbarer neuer Teil, den wir eben, der sich nahtlos an die ersten beiden anschmiegt. Ich als großer Fan habe den einen oder anderen Kritikpunkt. Was die Story angeht, finde ich, ist ein bisschen konfus gewesen. Also gefühlt alles, was sie da so versucht haben, zu durcheinander zu bringen, hat nichts gebracht und war umsonst quasi. Was mich ein bisschen traurig macht. Aber ansonsten, ja, es ist Wizarding World, das ist diese ganze magische Welt und die Geschichte rund um Dumbledore mag ich ja sowieso. Und Eddie Redmayne als Newt Scamander ist, weiß ich nicht, auf den Leib geschneidert. Ich kann es halt nur durch meine Zaubererbrille sehen und mag den Film sehr und kann ihn allen Fans der Wizarding Worlds nur ans Herz legen. Ja. Und Chris jetzt komme ich. Einen anderen Blick drauf. okay, jetzt darf ich. Okay. Schwierig. Ich saß ja in dem Film, hab irgendwann mal gemeint, so, ja, ich raff mehr als die Hälfte nicht oder was weiß ich was alles. Dann allerdings entwickelt sich da ein Kinofilm, der schön mit CGI arbeitet, aber von der Story, wenn ich es jetzt nochmal so Revue passieren lasse, wirklich extrem dünn eigentlich daherkommt. Mhm. Es sind manche Sachen, wo ich denke so, the fuck, die komplett unlogisch waren, die glaube ich auch nicht nur für mich unlogisch waren. Einzelne Stränge, die komisch sind, die komisch gemacht wurden. Das Ganze heißt halt noch Fantastische Tierwesen, weil es irgendwie um dieses Ding geht, aber hat mit Fantastischen Tierwesen eigentlich fast gar nichts mehr zu tun. Das hat das mit diesen kleinen, wie heißen sie? Quidditch war das Spiel. Quillins. Diese kleinen Rehe. Ja. Die Zauberrehe. Mit denen hat es was zu tun, die da so für eine politische Entscheidung stehen. Was die ganze Politik im Film zu suchen hatte, okay, kann man machen, aber hat ja auch keinen so komplett guten Zusammenhang gehabt, wie ich fand. Und es war teilweise einfach seltsam. Also ich habe die Rolle von Mads Mikkelsen fand ich cool. Der hat es so gut gespielt. Ezra Miller, ich habe immer noch nicht so ganz kapiert, weil ich habe nicht geschlafen während dem Film, das muss ich gleich dazu sagen. Aber hast du in den ersten beiden Teilen nicht aufgepasst. Hast du die gesehen, aber, die ersten doch. Zwei? Ja, ja? Und ja. Er war mit mir im Kino, ist also schon eine Weile her. Aber ich habe die gar nicht gesehen, bis jetzt noch nicht. Ja, und dann war eben dieser Moment jetzt am hinten raus, ich habe es nicht ganz gerafft, wieso er
da sich plötzlich hinstellt und sagt, hoho, der lügt. Oh, okay, alles klar. Genauso wie die Sache mit der, die heißen alle ähnlich. Queenie. Das hat sich mir, hat sich mir auch nicht so ganz erschlossen, die Wandlung, wo da mit kam oder was da auch passiert ist und blablabla. Ich weiß gar nicht, der Film ist auf wie viele Filme ausgelegt? 7. Okay. Ja, du musst noch 5-mal mit mir ins Kino. Nein, also ich warte, bis alle 7 draußen sind und dann gucke ich die mal wie bei Harry Potter. Ich glaube, also ich lege mich jetzt mal fest, ich glaube nicht, dass es 7 Teile geben wird. Weiß ich nicht. Die Welt ist viel zu groß, also es gibt viel zu viele Anhänger. Aber dazu war er viel zu dünn. Also im Endeffekt war er zu verwirrend und zu dünn. Ich weiß auch nicht, das war so ein Durchpeitschen von einer nicht vorhandenen Story so ein bisschen. Das klingt jetzt richtig gemein. Ich möchte es ja auch niemandem schlecht machen. Ich denke, Harry Potter Fans oder die Welt der magischen Wizard World Fans, die werden relativ freudig drin sitzen. Ich saß mit einer Fanin da drin, die auch rauskam mit ja und nicht so ganz überzeugt war. Und das will eigentlich schon was heißen. Also, wenn ich mal fragen darf, ich vergleiche es jetzt mal mit Herr der Ringe. Da gab es ja Herr der Ringe, die Filme, und dann gab es ja auch die Hobbit-Filme. Ist das hier vergleichbar? Ist das auch nur so ein dünnes Heftchen, woraus dann das gemacht wird? Oder Kate, wie ist das? Also tatsächlich ist es so, dass die fantastischen Tierwesen, wo sie zu finden sind, ursprünglich eine Erfindung von J.K. Rowling war und auf einem Schulbuch basiert. Also in der Welt von Harry Potter gibt es das Schulbuch Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, geschrieben von Newt Scamander. Und der hat natürlich, und da wird auch innerhalb der Harry Potter Filme wird dann auch mal erwähnt, aber wirklich nur ganz, ganz am Rand auch, und auch nur in den Büchern, dass da mehr dahinter steckt und Newt und Dumbledore sowas wie Freunde waren. Und der auch mit eben ein Teil in dieser ganzen Grindelwald-Geschichte war. Weil das Problem ist, du erfährst ja von Grindelwald quasi in den Filmen von Harry Potter quasi gar nichts. Der taucht irgendwann mal am Ende auf, als es dann um den Elderstab geht. Und in den Büchern erfährst du wesentlich mehr. Und das ist halt das, man weiß nie genau, was war denn da jetzt wirklich los zwischen Gellert Grindelwald und Albus Dumbledore. Und das wird jetzt halt in dieser Vorgeschichte um diesen ganzen Krieg um Gellert Grindelwald und seinen Vormarsch an die Macht erzählt. Und Basis davon ist eben das Schulbuch von J.K. Rowling, was es gibt. Also das Buch kannst du auch kaufen, dieses Schulbuch quasi. Aber die Geschichte drumherum, dieses Screenplay und alles, das ist rein aus der Feder und aus der Gedankenwelt von J.K. Rowling. Das gibt es so nicht als Buch. Also deswegen, ich weiß auch, kann auch nicht sagen, was da passiert, weil ich es nicht weiß, weil ich das Buch, es gibt kein Buch als Vorlage. Es gibt nur J.K. Rowlings Imagination. Okay. Ja, und wir haben wirklich dann im Endeffekt Tierwesen gefehlt. Es hat gut angefangen mit diesen Rehlein, was ganz lustig war oder ganz schön war, dass der Niffler dann dabei war, dass Groot sein Cousin dabei war. Wie heißt er? Was? Der heißt diese kleine Pickett. Ja, genau, wegen mir. Also dieses kleine Ast-Typ. Das war ganz cool, alte Charaktere wiederzufinden, die klassischen, aber die haben halt nicht so wirklich Rollen. Und Eddie Redmayne hat mit seinem Gesichtsausdruck mir manchmal echt aus der Seele gesprochen. So, hä? Das fand ich sehr gut. Ja, kann man mal anschauen. Gezielt, wenn man nichts mit am Hut hat, ins Kino gehen. Muss ich allerdings macht ehrlich keinen sagen, Sinn, man versteht nicht. Es nicht. Ja, macht man versteht es nicht, Sinn. Das ist das Problem. Also wer die ersten 2 Filme nicht gesehen hat oder generell gar nichts mit der Wizarding World am Hut hat, braucht den Film nicht angucken, weil sitzt da drin und blickt halt mal gar nichts. Ja. Und das habe ich direkt nach dem Film schon kritisiert, weil ich das extrem schade finde, weil eigentlich sollte man da vielleicht solche neue Zuschauer gewinnen oder mit an die Hand nehmen. Passiert halt überhaupt nicht. Schade.
Schade. Zu welchen Punkten bringt euch das denn? Bei mir sind es tatsächlich 6,5 von 10. Ja, ich habe die Harry Potter Wizarding World Brille auf. Für mich sind es halt 8 Punkte. Sehr schön. Ich werde den auch nochmal sehen, ganz sicher. Also sehr vielleicht schön. Nicht im Kino, weil das schaffe ich wahrscheinlich zeitlich nicht. Aber wenn er dann auf Blu-ray rauskommt, auf jeden Fall. Ihr wart ja Nachmittag im Kino. War da voll oder? War komplett voll. Ja? Wirklich komplett voll. Also da nochmal auch, aber ganz, ganz großes Lob an die Innenstadtkinos, weil es ist ja, die Corona-Schutzmaßnahmen. War Premieren-Mittwoch, ne? Oder? War das? Mittwoch war Premiere, nee, war wo gestern. Wir wollten. Ihr wolltet ja Mittwoch sowas, ja. Aber also war nicht mehr Premiere und trotzdem voll. Krass. Das ist gut. Ja. Nee, aber auch da, wie gesagt, wollte ich jetzt gerade nochmal ein kurzes Loblied anstimmen, weil, die Schutzmaßnahmen sind weg und es wird allerdings trotz allem empfohlen, weiterhin den Mundschutz zu tragen. Und was sie immer noch machen, ist, du hast deine Sitzplätze und dann ist rechts und links jeweils einer gesperrt. Und das finde ich echt super. Das ist echt angenehm, weil du dann doch nicht so eng aufeinander hockst, immer noch nicht. Und das finde ich gut, dass sie das beibehalten. Hat mir ein sehr gutes Kinogefühl eigentlich auch wieder gegeben. Ich weiß nicht, wie es Kate ging. Es war aber auf jeden Fall... waren die Leute, die da waren, zu 90-95% haben die auch wirklich ihre Maske aufgehabt. Es gibt wie immer halt so ein paar Leute, die immer alles besser wissen, ist ja klar. Aber trotz allem fand ich sehr cool und das ist halt auch die Umsetzung im Kino einfach echt gut. Deswegen da großes Plus oder großer Pluspunkt an die Innenstadtkinos, wo man dann halt auch mal, klar, wenn man auf ein paar Sitzplätze da verzichtet und es sind bestimmt 40-50 Sitzplätze, die dann im Endeffekt wegfallen, ist auch wieder bares Geld, das fehlt. Und trotzdem macht man es so, einfach weil dann doch die Gesundheit vorgeht und das finde ich gut. Ja, ist das nicht sogar so, dass Kino an die Filmverleiher pro möglichen Platz bezahlen muss und wenn sie die jetzt von vornherein sperren, wird es günstiger dann oder müssen sie es trotzdem bezahlen? Ich weiß es nicht. Ja, kann man ja mal fragen. Vielleicht lassen sie uns da mal hinter die Kulissen gucken. Mal gucken. Okay, ich war auch nochmal im Kino und habe jetzt wirklich nochmal The Batman, nachdem ich irgendwie schon eine ganze Zeit immer mal gezuckt hatte, da reinzugehen, habe ich gedacht, okay, eh der jetzt raus ist aus dem Kino, gehe ich nochmal schnell rein und weil irgendwie gefühlt meine Filterbubble war da sehr positiv gestimmt, was mich ein bisschen überrascht hat, weil ich hatte ehrlich gedacht, der wird scheiße, wegen Robert Pattinson und so ein 117 Minuten ja, Robert Pattinson, Film, war ich mir jetzt nicht sicher. Und gerade auch nach diesen Justice League-Filmen und so, es gab ja irgendwie diverse Batmans und sonst was in den letzten Jahren hin und her und her und hin. Und ja, The Batman, ich fange mal an. Es beginnt eigentlich damit, dass ein Mordfall passiert. Es wird nämlich der Bürgermeister von Gotham City, ich glaube, es war der Bürgermeister, wird an Halloween umgebracht. Und es gibt Anzeichen oder es wird ein Rätsel gefunden. Da weiß man natürlich noch nicht, dass es den Riddler gibt oder so. Wir wissen es ja natürlich, worum es da geht. Und James Gordon, der zieht gleich am Anfang Batman mit hinzu. Und wir erfahren aber, dass Batman noch gar nicht so lange als Verbrecherjäger dort aktiv ist. Also das ist noch eine Phase, wo viele sagen, ja, was will der verkleidete Typ hier? Ne? Also gibt es durchaus auch Gegenstimmen in der Polizei, ihn mit dazu zu nehmen hier, was macht der hier am Tatort und so, was soll das? Und ja, es wird natürlich das Rätsel gefunden und ja, Batman beginnt dann auch zu ermitteln. Und das Ganze ist in so einem sehr düsteren Setting, so ähnlich wie in dem Film 7, ja, wenn ich das was sagt. Und der ganze Film ist jetzt weniger ein Superheldenfilm. Es geht auch nicht so sehr in die Richtung wie der Joker-Film, der ja wirklich eher so eine Studie war von diesem kaputten Typen, sondern das ist eher so ein Mittelding, also zwischen 7 und dem Joker vielleicht. Es hat viel Action, es hat viel, so in Anführungszeichen Superhelden-Sachen, sind ja eigentlich keine Superhelden, sind ja verkleidete Menschen, die jetzt keine Superkräfte haben, sondern nur Gadgets. Und was mir sehr, sehr gefallen hat, ich muss schon mal ein bisschen reingehen, bevor ich mit der Story weitermache. Ihr kennt doch bestimmt den Film Donnie Darko. Und bei Donnie Darko gab es ja den Song Mad World, der auch
durch den Song nochmal richtig bekannt geworden ist, von Gary Jules, diese Neuaufnahme durch von den dem Film, Album. Nicht durch den Song. Der Song ist durch den Film nochmal bekannt geworden. Ja, sag ich ja. Ne? Der Song ist durch den Film nochmal bekannt geworden, war ja vorher von Duran Duran. Und in diesem, oder der Regisseur hat ja damals immer gesagt, dass der ganze Film eigentlich die Nacherzählung von dem Song ist, von Mad World, von Duran Duran oder Gary Jules. Und wenn man auf den Text hört, All Around Me Are Familiar Places und so weiter, das passt ganz genau, das sind so Szenen im Film. Und hier bei The Batman ist es so, der ganze Film hängt sich an dem Song auf von Nirvana, Something in the Way. Der Song kommt zweimal vor im Film und beim zweiten Mal ist es so wie, na, hast du es erkannt? Hast du es erkannt? So, weil wenn du dann nochmal auf den Text hörst, denkst du, okay, der erzählt eigentlich gerade alles, was wir so gesehen haben, diese Verwirrungen, die stattgefunden haben in den vorhergehenden anderthalb Stunden. Und der Regisseur, der Matt Reeves, hat auch gesagt, dass er die Figur des Batman an Kurt Cobain angelehnt hat. Und das finde ich, das kann man deutlich wiedererkennen, ne, in der Art, wie Robert Pattinson das spielt. Also der wollte das auch so machen und wahnsinnig gut geworden. Und ja, Matt Reeves, wenn wir einmal beim Namen sind, der hat ja zum Beispiel Cloverfield gemacht gehabt, den Film, und Planet der Affen, die letzten zwei, die wirklich sehr, sehr gut waren. Und ja, Batman beginnt halt zu ermitteln. Es kommt natürlich dann auch noch Catwoman mit dazu. Und Es ist aber hier nicht so wie diese Michelle Pfeiffer Catwoman, sondern gespielt von Zoe Kravitz, und die ist einfach eine taffe junge Frau, die sich gut kleidet, wirklich eng anliegende Sachen, weil sie auch so Art Parkour auch macht, ne, natürlich als Catwoman, und da brauchst du ja irgendwie Kleidung, die eng anliegt und sportlich ist. Und sie hat halt eine ganz normale Maske, also nicht so eine affige Katzenmaske oder sowas, ne? Und genauso sind auch die anderen Figuren angelegt, zum Beispiel Colin Farrell, der spielt eine Rolle, den habe ich erst gar nicht erkannt. Der spielt Oswald Cobblepot, genannt Oz, quasi die Pinguin-Rolle. Und der wird halt auch nicht so als Pinguin wie damals in der alten Verfilmung von dem ersten hier von Tim Burton, wo halt der Pinguin wirklich so auch die Farben vom Pinguin hatte, hier Danny DeVito, ne? Und so. Und deswegen, das ist halt alles eine sehr dichte, düstere Detektivstory, was auch in den Bildern sich widerspiegelt. Ihr kennt vielleicht, oder ich denke, ihr kennt es bestimmt von Edward Hopper, das Gemälde Nighthawks, wo quasi wie so ein Diner zu sehen ist in diesen Neonfarben in, ich glaube, New York oder sowas, dieses düstere Gemälde, wo nur ein Typ an der leeren Bar sitzt und so. Und genau in diesem Stil ist auch der ganze Film gehalten. Also dieses Color Grading ist halt irgendwie die Palette von diesem Bild, ja. Also zwischen diesem Neonrot bis hin zu so einem düsteren Blau, Grün, Türkisfarben. So ist eigentlich fast der ganze Film gehalten. Und ich mochte das wahnsinnig sehr, diese stringente Erzählung. Und dann hat der Film auch so eine Mischung aus Einsatz von modernster Technik und sozialen Medien, was ich so jetzt in diesen typischen Batman-Filmen noch nicht unbedingt gesehen habe. Da ist halt auch ganz viel drin mit Social Media, weil natürlich auch dann Skandale aufpoppen und so weiter. Und auch moderne Gadgets. Und dann aber wiederum wirklich ganz klassische Sachen. Also das Batmobil, das sieht einfach saugeil aus. So ein richtiger Retro-Stil und so. Ja, also ich bin, vielleicht hört man es raus, ich bin echt begeistert von dem Film. John Turturro auch als Falcone, als komischer Gangster-Boss, als ganz suspekt kommt er einem vor. Peter Sarsgaard ist mit dabei als District Attorney. Also die Rollen top besetzt und der Dreh war super, die Stimmung war super. Ich hätte es nicht gedacht, dass der mir echt so gut gefällt, aber da hat meine Filterbubble doch mal recht bewiesen, dass der Film doch ganz gut ist. Und auch diese teilweise abgrundtiefe Fiesheit, die da an den Tag gelegt wird von manchen Personen. Und wenn Batman dann während seiner Ermittlungen dann irgendwie wirklich in höchste Kreise dann Sachen entdeckt und er dann dadurch, dass er noch relativ neu in der Stadt ist als Ermittler, dann wirklich auch erstmal auf großen Widerstand stößt und so. Das ja nicht so viel Psycho, eigenes Psychodrama wie Joker, aber schon, er bekommt schon eine ganz schöne Tiefe, ja.
Ich würde sogar, also wenn es da eine Fortsetzung gibt oder in irgendeiner Form, wäre ich, glaube ich, diesmal sofort im Kino. Hat mir echt gut gefallen. Also wenn natürlich Matt Reeves das auch wieder dreht, weil ich glaube, da war auch sehr viel, hat da mit dem Dreh zu tun gehabt, die Ideen, wie man das beleuchtet, wie man das gestaltet und so. Also von mir 8,5 Punkte. Hat mir echt gut gefallen und das wird für mich ein Blu-ray-Kandidat. Ja, definitiv. Wow. Jo. Empfehlung noch, also falls ihr den noch erwischen könnt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, irgendwo im Kino. Das ist auch so ein Film, große Leinwand. Ist nicht verkehrt da bei dem Film. Okay, dann sind wir eigentlich schon durch mit dem Film. Reicht ja auch, also drei Filme aus dem Kino. Brauchen wir eigentlich kein Heimkino mehr diese Woche. Und gehen wir gleich mal weiter in die Neustarts. Vielleicht ist da was Cooles dabei und in die Charts. Kinocharts und Neustarts. So, Platz 5 in den Innenstadtkinos. Morbius. Der Marvel-Film, ne? Platz 4, immer noch die aktuellste Vorhand seit langem. King Richard mit Will Smith. Ja. Platz 3, Sonic the Hedgehog Teil 2. Platz Nummer 2, ein Film, der gerade eben vom Erik vorgestellt wurde. Batman, The. Oh, ich sehe gerade, in Innenstadtkinos läuft er noch im EM bis Mittwoch. Ja, also EM, ja, ist kleine Kino halt. Ne? Ich und in der Originalversion läuft er auch, ne? Ach, OV, warte mal. Also, The Batman. Platz ja, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, wenn die wirklich extrem Dialekt sprechen oder irgendwie, ob man da so gut... Ja, mal schauen. Hallöle, ich bin's, der Batman. Ja, ich warte noch auf die Dodokai-Version. Ne? Wie gut wäre das denn? Aber nee, dann nicht 2 Stunden. Oder? dann Platz 1, da habt ihr ja auch euer Schärflein beigetragen. Fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnisse. Jawohl. Und was läuft an? Nix. Mein Tab ist zu. Ja. Mein Tab ist zu. Nein, bei mir ist der Tab offen. Dann kommt doch nichts. Mach du mal als Erste. Genau, bis dahin. Ich soll als Erstes machen. Okay, es läuft an. Eingeschlossene Gesellschaft, den hat der Erik als Sneak Preview heute schon vorgestellt. Auch. Also wir haben halt nur so Sachen, wo wir schon besprochen haben. Genau, der ist neue Sionke Wortmann-Film, der sehr gut sein soll, den ich mir auf jeden Fall im Kino anschauen möchte und werde. Ja. Mach doch vielleicht mal einen Wandertag mit einem Lehrerkollegium. Ein Lehrerausflug, ja, genau. Ins Kino. Ja, Kinovorführung. Okay, nein, ich glaube eher nicht. Geschichten vom Franz. Also ich mag meine Kollegen, aber ich brauche sie nicht in meiner Freizeit, sagen wir es mal so. Ja, ich versuche auch beruflich und privat ein bisschen zu trennen. Ab und zu wollte mal eine Kollegin oder ein Kollege mal mit in die Sneak kommen, aber das waren dann Einzelfälle. Aber ja, das sind Einzelschicksale. Außerdem, ja, es ist immer ganz gut, wenn man da die Arbeit lässt, sonst nimmt man zu viel mit nach Hause. Dann, ja. Geschichten vom Franz, ein Kinderfilm nach den gleichnamigen österreichischen Büchern, wer kennt sie nicht, von Christine Nöstlinger, von Johannes Schmid, mit Jossi Jancic, Nora Reidinger, ich kenne die nicht. Vielleicht Franzl, Sissi, was ist das? Dein Name? The Contractor, Action-Thriller mit Chris Pine, in der ein Ex-Soldat im Dienst einer privaten Militärfirma während einer Mission eine Verschwörung aufdeckt. Von Tariq Saleh mit Chris Pine, Gillian Jacobs, Kiefer Sutherland und weiteren. Gut besetzt auf jeden Fall. Ja, definitiv. Also das klingt erstmal nicht schlecht. Ne? Also, wäre, glaube ich, ein schöner Actionfilm. So. Ich glaube, ja. In der Sneak würde der gut gehen, glaube ich. Ja, ja, definitiv. Aber hat das was mit klein, aber oho? Nee, der ist nicht klein. Chris Pine. Ja. Das nicht, aber das nächste vielleicht. The Innocents, ein norwegischer Horror-Thriller, in dem 4 Kinder Superkräfte entwickeln. Na, das könnte ja fast passen. Da hast du recht. ich habe aber schon ein was getippt. Da. dann curft noch ein The Dark and the Wicked. Erwachsene Geschwister kehren ins Haus ihrer Eltern zurück und müssen feststellen, dass sich dort das Böse eingenistet hat. Atmosphärischer Horror-Thriller. Ah ja. Ein Haunted House-Film. Naja, mal gucken. A ghost never leaves a haunted house. Alles ist gut gegangen. Ein 85 Jahre alter Mann bittet seine älteste Tochter, ihm Sterbehilfe zu leisten. Starbesetztes Drama, das sich unversehens zur Komödie wandelt.
Okay, von Frankreichs Renommee-Filmemacher François Ozon. Okay, der hat echt gute Sachen gemacht mit Sophie Marceau in der Hauptrolle. Ja, könnte ganz gut sein. Dann läuft noch ein Red Rocket, augenzwinkerndes Drama über einen ehemaligen Pornostar, der daheim in Texas von vorn beginnen will. Moment, von vorn beginnen will, können. Ach, Chris. Erik sagt schon gar nichts mehr. Ich lese gerade ein bisschen was über die Story von dem Film. Wobei Red Rocket, da gibt es ja auch eine Tankstelle in Fallout und so. Ich wollte aber das ja, damit. Red Rocket bezieht sich hier auf eine, im Englischen unter anderem einige rote Chili-Sorten bekannt. Genau. Weil, ja, genau, die Red Rocket. Scharfe Chilis. Ja, oder auch als anderer Name bezeichnet auch den Penis eines Hundes, Red Rocket. Hä? Ja. Okay. Oh, ich guck gerade. Eine krasse Kleiner Story. Bo. Während sie sich in Starlet mit der Pornoszene im San Fernando Valley beschäftigten, also hier geht es um die Dreharbeiten, ne? In Tangerine, L.A. einen Transgender-Prostituierten ins Zentrum stellten und in Florida Project eine alleinerziehende Mutter am Existenzminimum, rückten sie in Red Rocket einen einzelnen Pornodarsteller für eine Milieustudie in den Mittelpunkt. Okay, ist der inoffizielle vierte Teil der Sexworker-Quadrilogie des Regisseurs, Sean Baker. Ja, ich muss ja sagen, also Florida-Dings hier, das Florida Project, das fand ich ja ganz gut, war glaube ich damals Oscar-nominiert, aber... Naja, mal schauen. Also ins Kino werde ich für Red Rocket jetzt nicht gehen. Was haben wir noch? I am the Tigress. Philipp Fusenegger und Co-Regisseur. Ich habe es irgendwie Co-Regisseur und Kameramann Dino Osmanovic porträtieren in ihrem Dokumentarfilm. Okay, Bodybuilderin Tisha Thomas. Alles klar, Dokumentarfilm. Okay. Lingui. Die alleinerziehende Mutter im Tschad versucht, ihrer 15-jährigen Tochter zu helfen, die abtreiben will. In Hamburg ausgezeichnetes Drama und Oscar-Einreichung des Tschad. Okay. Für den besten ausländischen Film wahrscheinlich, ja. Ja. Drama. Sagen die modern Tschad, das heißt doch der Chat, aber gut. Ja. machen wir weiter. Wir haben noch ein bisschen Zeit, oder? Ja, wir haben Zeit. Ich könnte sogar eine Serie anbringen, oder? Dass die Kate heute keine Serien hat. Wundert mich ja. Viel zu tun gehabt, oder? I'm busy. Ich habe eine Serie angefangen gehabt zu schauen, die es auf Apple TV Plus gibt. Die heißt We Crashed. Und in der Serie geht es um die Firma WeWork, ein Coworking Space Anbieter. Und der ja, ehemalige, was war es, der Joker? Hat er einen Joker gespielt? Ja. Der spielt hier die Hauptrolle Jared Leto und Anne Hathaway ist mit dabei, die sich irgendwann, also es wird so in diversen Hin und Her und Vor- und Rückblenden erzählt, die Story. Und ja, Jared Leto spielt quasi den Gründer dieser WeWork-Plattform, dieser... Ja, was natürlich sehr schwierig ist, weil diese, ja, die haben halt in wirklich sehr guten Lagen, zum Beispiel in New York oder sowas, haben die Immobilien gekauft, Etagen in Bürogebäuden, die sehr teuer sind und haben dort ihre Coworking Spaces rein und die dann vermietet an irgendwelche Startup-Companies, die dann vielleicht ganz groß geworden sind und so. Und hier in der Story, ich habe erstmal so die ersten paar Folgen geguckt, was, ich glaube, es ist eine Miniserie, also die hört nach 6 Folgen auf und es gibt am Anfang so ein bisschen so ein Foreshadowing und das will ich mal noch nicht verraten, das ist ganz spannend. Und dann wird halt erzählt, wie das begonnen hat, wie das angefangen hat, wie er da angefangen hat mit diversen erfolglosen Startup-Ideen, bis er dann irgendwann mal die Idee hatte, quasi so eine Etage in so einem wirklich
ist in sehr guter Lage, irgendwo zu kaufen und die dann umzubauen, was sehr, sehr viel Geld kostet, wo auch sehr viel ins Risiko gehen musste und auch andere Leute mit ins Boot geholt hat, die ins Risiko gegangen sind und das dann vermarktet hat und wie es dann so gelaufen ist. Und ja, das fand ich sehr spannend, weil das ist ja quasi auch so relativ nah dran, diese ganze Geschichte, dieser Aufbau und auch sehr, sehr gut gespielt von Jared Leto und Anne Hathaway. Macht echt viel Spaß, das zu schauen auf Apple TV Plus, muss ich mal empfehlen. Warum, ich habe eine Frage dazu, ja, warum sieht Jared Leto in der Serie nicht aus wie Jared Leto? Ja, weil er wahrscheinlich so aussieht wie der Gründer von WeWork, weil sie den so hingemacht haben. Aber das sieht so furchtbar aus. Also ich finde, also nee, ich habe den Trailer gesehen und es hat mich total abgeschreckt, deswegen habe ich da auch noch nicht reingeguckt, weil ich finde, der sieht total unecht aus. Google mal Adam Neumann. Google mal Adam Neumann. Adam Neumann, den Gründer von WeWork, ein israelischer Unternehmer. Und genau so sieht Jared Leto aus. Also mit diesen langen Haaren, mit der Wangenpartie, den haben sie halt irgendwie dahin gemacht. Ne? Ja. Krass, okay. Ja, vielleicht gucke ich mal nachher rein. Ist quasi so ein, wie nennt man es? Ist gut, ja. Ja, ist gut gespielt halt. Ich habe jetzt noch nicht so viel, um zu sagen, das ist jetzt sehr spannend oder so, weil ich auch so ein bisschen, ich weiß, wie es ausgegangen ist. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich gucke es halt eher wie so eine Dokumentation und dafür finde ich es halt sehr gut gespielt. Sind natürlich ein bisschen dramatische Überhöhungen drin und so. Und ich frage mich auch immer wieder, wie manche Leute es echt schaffen, anderen Leuten so viel Geld abzunehmen und irgendwie so viel Vertrauensvorschuss. Das ist immer beeindruckend, hat mir auch bei dieser Anna Sorokin Demo hier Dokumentation gesehen und bei diversen anderen. Hier ist allerdings ja nicht, der ist jetzt kein Hochstapel, der hat es ja wirklich umgesetzt und alles gemacht und getan und so. Und ja, bei den anderen. Aber es ist halt schon, da sind so Szenen drin, wo er von Leuten, wo er die um echt viel Geld bittet, wo man sagt, oder auch so Geld, was ihm anvertraut wird, irgendwo investiert und wie gesagt, ich habe erstmal ein paar Folgen und wir werden es nämlich bei Fortsetzung folgt irgendwie besprechen, deswegen habe ich da mal reingeschaut und bin schon ganz angetan davon und gut gespielt, schön gedreht. Bin gespannt, wie es weitergeht und vielleicht muss ich es irgendwann nochmal ab- oder aufwerten. Ich gebe jetzt mal keine Wertung, ich empfehle es nur mal. Und dann sind wir eigentlich schon bei der Rätselecke, glaube ich, angekommen. Das ist ja immer das kleine Highlight hier. Ich starte mal den Trenner. Rätselecke. Da bin ich mal gespannt, was uns der Chris heute hier recherchiert hat zum Thema fantastische Tierwesen, wo ich wahrscheinlich ganz alt aussehe. Es geht tatsächlich um zwei Schauspieler heute in diesem Rätsel gleich noch von fantastische Tierwesen und zwar einmal um Jude Law und einmal um Eddie Redmayne. Aber wir fangen mit einer ganz, ganz anderen Frage an. Und zwar dachte ich, bringe ich mal wieder ein bisschen Filmmusik mit rein. Und liebe Kate, lieber Erik, ich würde gerne in meiner ersten Frage an euch von euch wissen, welcher dieser Songs hat keinen Oscar gewonnen? Sing mal vor. Achso, du nennst nur die Texte, okay, die Lieder. Ja. Okay. Nein, ich nenne nicht mal die Texte, ich nenne nur Interpret und Titel. Okay. Und zwar ist es, das jetzt welcher cool dieser gewesen, Songs hat keinen Oscar gewonnen? Das wäre cool gewesen. Und dadurch, dass Erik jetzt so vorlaut war, darf er als Erster antworten. Das wäre jetzt cool, wenn du die so gesummt hättest. Welcher Song? War das der hier? Oder der hier? Ja, okay. Ja, okay. Schieß also, welcher dieser Songs hat keinen Oscar gewonnen? A. Eminem, Lose Yourself. B. Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. C. Ray Parker Jr., Ghostbusters. D. 3-6 Mafia, It's Hard Out Here for a Pimp. E. Elton John, Circle of Life. Oder F. Berlin, Take My Breath Away. So, oh, Erik, welcher dieser Songs hat keinen Oscar gewonnen? Es ist schwer, sind zumindest alle nominiert gewesen. Du hast dir echt Mühe gegeben, muss ich sagen. Wer hat jetzt gewonnen? Ich darf jetzt nicht laut denken, weil die Kate noch dran ist. Okay, warte mal. Nennst du nur mal kurz die Interpreten noch mal schnell? Also nicht die Songs. Eminem, Stevie Wonder, Ray Parker Jr., 3-6 Mafia, Elton John und Berlin. Ray Parker Jr. Okay, Kate, was sagst du? Berlin. Nee, die haben gewonnen. Also,
keinen Oscar, also einen Oscar gewonnen, fangen wir das so mit an. Einen Oscar gewonnen hat Eminem. 2003 Eminem mit Lose ja. Yourself für den Film, aus dem Film 8 Mile. Und er war noch nicht mal da, weil er dachte, er gewinnt eh nicht. Ja. Ja. Ebenfalls im Jahr 2006 einen Oscar gewonnen hat die 3-6 Mafia mit It's Hard Out Here for ja, a Pimp. Genau, das wusste ich auch. Diesen Film hatten wir, Hustle and Flow, hatten ja. wir tatsächlich auch damals in der Sneak. Das war sehr cool. Hard Out Here for a Pimp. For a Pimp. Ja, das ja. ist 16 Jahre her, wenn man das mal überlebt. Gott, ey. Ist ein bisschen alt. Ja, ohne Witz. Also bei den zwei war ich mir absolut sicher, dass die gewonnen haben. Das wusste ich. Aber bei den anderen okay. habe ich geschwommen ein bisschen. Okay. Einen Oscar gewonnen hat unter anderem auch 1984 mit dem Song aus dem Film The Woman in Red Stevie Wonder mit I Just Call. Ja, hat der Basti getanzt, ne? Hast du gesehen letztens? Ach nee, du, er war ja im Kino. Ah nee, abends nicht mehr. Ja, ist egal, trotzdem. Ebenfalls 1984 war ein anderer Film-Song nominiert, der dementsprechend nicht gewonnen hat. Ray Parker Jr. Richtig, Ray Parker Jr. und Ghostbusters. Deswegen hat Erik auf jeden Fall schon mal einen Punkt. Jetzt wird es natürlich spannend. Achso, es waren zwei. Noch offen. Okay. Ja, es waren zwei, die falsch waren. Nämlich Elton John, Circle of Life in Berlin mit Take My Breath Away. Elton John hat 1994 einen Oscar gewonnen, allerdings nicht für Circle of Life, sondern für Can You Feel the Love Tonight. Deswegen ist das auch falsch gewesen. Und Berlin, Take My Breath Away, 1986 Top Gun, hat einen Oscar gewonnen. Deswegen 1-0 für Erik. Ja, sehr gut. Bei Top Gun war ich mir sogar zu 60% sicher. Angeber. Ja, gut. Das war gemein. Also war vor deiner Zeit. Elton John, war. Vor deiner Zeit, ja. Aber Elton John mit Circle of Life hätte nämlich auch gewinnen können. Nicht nur Can You Feel the Love Tonight. Can you feel the love tonight? Okay, sehr schön. 1-0 für Erik nach der ersten Runde. Zweite Runde. Mit alles welchem Schauspielerkollegen wohnte Jude Law, den wir auch in Fantastische Tierwesen heute in der Sendung hatten, als Albus Dumbledore. Albus. Albus, habe ich gesagt? Nicht mit D. Ebbe Dumbledore, mit welchem Schauspielerkollegen wohnte Jude Law schon zusammen? Kate muss als erste antworten. War es A, Tom Hardy, B, Ewan McGregor, C, Colin Firth oder D, Rowan Atkinson? Ich sag Colin Firth. Okay. Echt? Den hätte ich gerade nicht gesagt, weil das ein Ire ist. Obwohl, wenn der... ja, nee, weil zusammen wohnen in England, weil Jude Law ist ja Engländer. Da hätte ich gedacht, es müsste auf jeden Fall ein Engländer sein. Obwohl, kann natürlich sein, dass Colin Farrell aus Irland... Colin Firth. Okay, dann passt der wieder. Das stimmt. kannst du bitte den Namen nochmal sagen? Tom Hardy, Ewan McGregor, Colin Firth, Rowan Atkinson. Also sage ich Ewan McGregor. Der kommt Jude Law hat Schottland und der wird vielleicht da nach London gegangen. Ja, gerade eben, den Iren hast du ausgeschlossen. Aber nee, Colin Firth ist ja kein Ire. Ich habe irgendwie Colin Farrell gerade im Gehirn verschaltet so, gehabt. Deswegen, ja. Okay. Es war nicht Tom Hardy und es war auch nicht Rowan Atkinson, so wie ich es gerade schon mal gesagt. Es war tatsächlich Ewan McGregor. Damit steht es schon 2-0 für den Erik, der damit eigentlich super. Schon gewonnen hat. Nach zwei Fragen schon eiskalt gewonnen hat. Tut mir sehr leid. Muss ich die dritte Frage trotzdem noch stellen? Natürlich. Die ist nämlich, ich fand die richtig gut, weil die geht um Eddie Redmayne. Oh, da bin ich blank. Da stell mal die Frage. Sehr gut. Da kann die Kate noch einen Ehrenpunkt. Eddie Redmayne. Ja. Welche Aussage über ihn stimmt? Der Erik muss als erstes antworten, auch wenn er schon gewonnen hat. Zugunsten von Fantastic Beasts hat er die Rolle als Kylo Ren in Star Wars abgelehnt. B, er war Mitglied einer Britpop-Band. C, er ist der erste in den 1980ern geborene Schauspieler, der einen Oscar gewonnen hat. Oder D, Stephen Hawkins hat ihn in einer Mail nach seiner Rolle in The Theory of Everything jedes schauspielerische Talent abgesprochen. Nee, also das letzte nicht. Ich weiß, der hat ihn beglückwünscht. Der fand es gut. Jetzt überlege ich gerade mit den 80ern, jetzt hast du meinen Denkprozess angestoßen, jetzt gehe ich gerade alle Oscar-Gewinner durch. Es glaube ich auch nicht. Nee, da hat bestimmt irgendwie mal ein junges Mädel gewonnen. Dann sage ich die Britpop-Band. Okay, aber die wollte was sagt die Kate? Dann nimmst du auch.
Ja, warte, dann nehme ich das erste. Ich weiß nicht mehr, was es war. Zugunsten von Fantastic Beasts hat er die Rolle als Kylo Ren in Star Wars abgegeben. Dann nehme ich das, da kannst du das andere einzeln sagen und noch den Punkt holen. Ich habe eh keine Ahnung. Okay. Stephen Hawkins hat ihm tatsächlich nach seiner Performance in The Theory of Everything eine E-Mail geschrieben, aber hat ihn, wie es Erik schon gesagt hat, absolut dazu beglückwünscht und hat gemeint, in manchen Szenen hat er sich komplett selbst wiedererkannt und hat gedacht, er spielt selbst mit. Eddie Redmayne war nie Mitglied in einer Britpop-Band. Schade. Oh. Und Eddie Redmayne hat für die Rolle als Kylo Ren vorgesprochen und hat eine hundsmiserable Darstellung von Darth Vader abgeliefert, weswegen er abgelehnt wurde. Deswegen konnte er überhaupt erst auch zu Fantastic Beasts, die für ihn sich sehr darüber gefreut haben. Und er ist tatsächlich der erste in den 1980ern geborene Schauspieler, der einen Oscar gewonnen hat. Also männliche Schauspieler, der einen Oscar gewonnen hat. Ach so, da hätte man auf die Nuance Schauspieler achten müssen. Schauspieler, okay. Ja. Weil ich dachte, irgendwelche jungen Damen haben nämlich gewonnen. Ah, Schauspieler. Sehr gut. Schönes Rätsel. Ah, ja. Sehr gut. Okay, da bin ich nächste Woche dran. Mal gucken, was uns da dann... Ja, Erik ist dran. Was ich da so rausfinde, welche Schauspielerin aus den 90ern noch nicht gewonnen hat und so. ich würde euch einen Tipp geben, macht als Hausaufgabe so die Oscar-History, ne? Nee, Quatsch. Alles auswendig lernen. Okay, achso, ich habe hier noch ein Thema bei mir drin. ASC. American Song Contest. Oh Gott. Habt ihr das mitbekommen, diesen Live-Event, der da jetzt läuft gerade? Nein. Nee, ne? Nein. Also ich habe es auch irgendwie durch Zufall mitbekommen, dass es das gibt und dass es auch übertragen wird in Deutschland auf Servus TV. Liegt es nicht gerade auf der 1 auf meiner Fernbedienung, sondern irgendwo weit... Servus TV sollte gar nirgendwo mehr liegen auf keiner Fernbedienung. Hatten die nicht mal Eishockey? Da warst du doch ganz angetan davon. Ne? Die haben auch wieder Eishockey und ich habe auch für Servus TV schon so gearbeitet, quasi, also über zwei Ecken. Das war allerdings bevor die komplett falsch abgebogen sind. Genau, dazu komme ich später. In meinen Augen komplett falsch abgebogen. Also das ist wirklich, also das kann man sich tagsüber oder irgendwie, wenn man da mal vorbeizappt oder irgendwie mal reinguckt, das kann man sich nicht angucken. Ne? Ich habe das nämlich gelesen, dass der American Song Contest quasi die amerikanische Variante vom ESC findet jetzt gerade statt. Seit dem 21. März bis zum 9. Mai geht das, weil die haben diverse Vorentscheide, die machen das so ein bisschen wie, ja, wie soll man es nennen, wie diese Playoffs, die sie halt immer so haben, was halt die Amis so kennen, ne? Da wollen sie halt nicht viel davon abweichen von dem ganzen System, wo halt erstmal gewisse Regionen, die müssen ja von der Ausstrahlung her gucken, dass es eine gute Sendezeit erwischt. Da machen sie erstmal irgendwie West Coast, East Coast und dann haben sie ja noch jede Menge Übersee-Sachen, irgendwie Puerto Rico und das alles und Virgin Islands und so. Und ja, als ich da auf Servus TV geschaltet habe, um das zu suchen im EPG, um das aufzunehmen, ja, da kam auch gerade irgend so eine Dokumentation, wo irgendwie eine Frau so, ja, hier meine Tochter, die ist gestorben an der Corona-Impfung und sowas und die vertuschen das alles. Ey, was für ein Strecksender, ey, jetzt in so einem linearen Fernsehen so eine Scheiße zu zeigen, also schämen die sich denn gar nicht, ne? Na, jedenfalls, ich habe das mal aufgenommen, das läuft halt zu unserer Zeit mitten in der Nacht, das gucke ich halt jetzt nicht live oder so und moderiert, das war auch noch mit ein Grund, weshalb ich das aufgenommen habe, moderiert von Snoop Dogg und Kelly Clarkson. Oh Gott. Und ja, Snoop Dogg. Was ist denn das für eine Kombo? Ja, es funktioniert erstaunlich gut. Das glaubst du gar nicht. Also Snoop Dogg, extrem coole Socke und vor allem Snoop Dogg findet irgendwie alles geil und alles cool und jeden und er feiert überall mit. Der ist einfach eine absolut coole Socke und ja, Kelly Clarkson ist auch extrem geil drauf und ja, ich habe halt so zwei Sendungen bis jetzt angeguckt. In dem einen waren halt auch so diese, ja, ich sag mal, diese ganz bunten Sachen wie Virgin Islands und Puerto Rico dabei. Puerto Rico, die hatten so einen Ricky Martin-Verschnitt und Virgin Islands, die hatten auch irgendwie so ein ganz karibisches Reggae und ich wusste gar nicht, dass alles so mit dazugehört und jedenfalls war eine sehr bunte Mischung. Es treten auch bekannte Personen mit an, zum Beispiel Macy Gray ist für den einen Bundesstaat angetreten und
Ach, wie ist der andere? Habe ich gerade vergessen. Jedenfalls, was ich sagen wollte. Es ist an sich eine coole Show, aber warum zum Teufel? Da sind wir wieder beim Thema Servus TV. Warum zum Teufel können die nicht einfach die Original-Tonspur einfach lassen? Wie bei Pro7, bei den Oscars zum Beispiel, ja? Man kann doch davon ausgehen, dass wer das mitten in der Nacht anguckt oder sich aufnimmt, dass der nicht unbedingt einen deutschen Text dazu braucht. Und ich empfange hier Servus TV über Satellit. Ja, die transportieren 4 Tonspuren. Ja, eine nennt sich Deutsch, eine nennt sich Original, eine nennt sich noch was und noch was. Auf allen 4 Tonspuren derselbe Track. Ja, nämlich eine Moderation von, wie hieß der? Ach Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Dieser komische österreichische, dieser dubiose Deutsch-Rocker, der so Volksmusik mit so ein bisschen Rockmusik, ihr wisst, wie ich meine. Andreas Gabalier. Ja, Andreas Gabalier, danke. Ich bin gerade nicht auf den Namen gekommen, den habe ich versucht zu ignorieren. Der und zusammen noch so ein Servus-TV-Kunde und die labern über alles drüber. Da erzählt Snoop Dogg irgendwie einen geilen Witz und die übersetzen nicht, sondern die labern einfach drüber so, ja, und was ist jetzt hier mit deiner neuen CD und so, ja, neue CD habe ich auch da. Ja, weißt du, dann kommt da irgendeiner aus Memphis, aus Tennessee irgendwie so, ja, da habe ich auch schon mal, labert der Gabalier da rum. Ey, wenn ich das gucke, dann will ich den Original im Hintergrund hören oder wenigstens die Möglichkeit haben, die Tonspur umzuschalten. Was soll die Scheiße? Also, oh, was für ein Dreck, ey, von der Übertragung her, ja. Also, das glaubst du nicht, ne? Ich habe jetzt mal geguckt, man kann das auch im Internet als Stream nochmal hinterher gucken. Dann halt als Originalfeed, ne? Also, ich werde das jetzt auch tun. Also, Servus TV ist so ein Müll. Also, das kannst du echt eine Pfeife hauen. Da haben sie schon mal so eine Lizenz hier und dann. Oh, unerträglich. Aber die Show selber war richtig cool. Also, man hat das auch so gemacht mit diesen Einspielfilmen, wo die herkommen und was sie so machen und tun, was da so die Besonderheit ist von manchen Gegenden und hat echt Spaß gemacht. Snoop Dogg, wenn man ihn mal gehört hat, war eine coole Socke und Kelly Clarkson auch und schöne US-Live-Show, top produziert, wer sowas mag, ich mag sowas, ja. Genau, also Empfehlung, nicht unbedingt auf Servus TV, aber vielleicht so mal gucken, weil man lernt da auch deutlich oder auch viele neue Künstler kennen, ja, die man eigentlich jetzt so nicht kennt, wie bei uns, wenn jetzt hier irgendwie, es gab ja früher mal diesen Bundesvision Song Contest hier, wo auch die einzelnen Bundesländer sich vorgestellt haben, da habe ich ja auch schon ein paar neue Sachen entdeckt, die ich vorher nicht kannte und hier ist es genauso. Also, kleine Empfehlung und jetzt kommen wir doch gleich mal, jetzt sind wir schon im Thema Musik drin, gehen wir gleich mal rüber in die Musikecke und packen irgendwas auf unsere Playlist drauf für Kinocast Songs. Music. Tags. Tic-Tacs. Tic-Tacs. Nein. Ich habe da letzt einfach, keine Ahnung, ich hatte so einen Nostalgieanfall und habe eine Anfang der 90er Playlist laufen lassen. Und meine Schwester hat das früher immer gehört und ich war halt irgendwie direkt wieder 9 oder so. Oder 10 und hab out im Auto mitgesungen und zwar Tic-Tac-Toe mit Ich find dich scheiße. Und ich muss sagen, der Text sitzt heute noch 1A. Wenn du irgendwas für uns empfinden würdest, würdest du so eine Scheiße gar nicht machen. Du hast alles kaputt gemacht. Du hast alles kaputt gemacht. Oh Mann, oh Mann. Ah, wie gut. Das sitzt auch noch, ja. Überlegen wir mal, was das heute für ein Shitstorm wäre, wenn sowas wäre. Damals ja noch ohne große soziale Medien. Ne? Und Chris, was hast du denn? So, wollen wir das wirklich auf unsere Playlist packen? Okay. Ja, weil ich hing jetzt dran, habe natürlich in meiner Recherche, da bin da jetzt auch über den König der Löwen gestolpert, habe lange überlegt, nehme ich Circle of Life, Can You Feel the Love Tonight von Elton John? Nein, ja. Nee, ich nehme den Song, der absolut auch heute noch gerne gesungen wird und heute verwendet wird und eigentlich auch auf keiner Gute-Laune-Playlist fehlen sollte und auch eigentlich vielmehr den Oscar noch mehr verdient hätte, nämlich Hakuna Matata. Und jetzt darfst du raussuchen, ob du die englische Version haben möchtest, aber bitte aus dem Zeichentrickfilm, nicht aus der Pseudo-Royal-Verfilmung. Also entweder die englische Version oder die deutsche Version mit Ilja Richter, was ich ja auch sehr, sehr gefeiert habe. Deswegen. Dann gucke ich mal nach Hakuna Matata. Ilja Richter. Weil das finde ich, glaube ich. Diesen Spruch sage ich gern. Okay.
Und da wir haben ja gar nicht über die neue Folge von Moon Knight gesprochen. Ich war da ein bisschen vorsichtig, weil ich wusste nicht, ob ihr die gesehen habt auch überhaupt. Deswegen habe ich die jetzt nicht aufgebracht. Ich habe am Ende von Moon Knight kommt ein Song. Da dachte ich, ey, kenne ich irgendwo her. Und ich habe ja so eine Playlist mit so ein paar ägyptischen Sachen abonniert von jemandem, den ich in Ägypten kennengelernt hatte. Der packt immer mal so aktuelle Sachen drauf. Und da war tatsächlich auch von Ahmed Saad El Melouk drauf. Und das kam dann am Schluss. Da dachte ich, woher kenne ich das? War das schon mal in irgendeinem Film oder so? Und das ist eine echt coole Socke, der Ahmed Saad. Der macht coole Musik. Gibt es auch bei Spotify andere Sachen von ihm. Und hat mich sehr überrascht, dass da dass da bei Moon Knight, natürlich, es hat ein bisschen was mit Ägypten zu tun, Moon Knight. Ein bisschen ist gut, ne? Aber ja, Ahmed Saad. Ahmed Saad ist übrigens verheiratet mit einer der bekanntesten ägyptischen Schauspielerinnen, Somaya El Kashab. Genau. Die kannst du mal googeln, Chris, da wird es dich umhauen. Und ja, deswegen packe ich das drauf und dann sind wir eigentlich schon durch für heute, oder? Habt ihr noch irgendwas? Okay, tschüss. Tschüss. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Tschüss. Der Kinocast.